Sordele, Sell ist nur auch wieder. Thaddäus Troll ist der bekannteste schwäbische Mundartdichter, Schriftsteller und Journalist. Geboren wurde er am 18. März 1914 als Hans Bayer in Stuttgart-Bad Cannstatt. Als er seine dunkelsten Emotionen nicht mehr in den Griff bekam, nahm er sich am 5. Juli 1980 das Leben. Um diese Beerdigung komme ich mit bestem Willen nicht herum, hat er noch vor seinem Tod in seinem eigenen Nachruf geschrieben. Er wurde auf dem Steigfriedhof in Bad Cannstatt begraben. Thaddäus Troll war das Pseudonym, das er sich nach dem Zweiten Weltkrieg gab, um in einem alphabetisch geordneten Regal links neben Tucholsky zu stehen. Zu seinen bedeutendsten Werken gehört Deutschland, deine Schwaben, Der Endeklemmer und O Heimatland. Darin beschreibt er auch die Stammeseigenschaften der Schwaben. Aufrichtig und geradeaus, solange man keinen Schaden davor hat. Gutmütig und dort naus, aber nett, wenn's ums Geld geht. Wenn's sein muss, saugrob, solange nix auf dem Spiel steht. Das ist der Schwab. Und so könnte er heute über seinen Platz erzählen, der ihm zu Ehren am 18. März 1989 enthüllt wurde. Ich habe einen schönen Platz bekommen, fast direkt am Neckar, unter den Kastanien, die im Frühjahr so schön blühen. Am Ende der Marktstraße oder am Anfang, wenn die Leute von der Wilhelmsbrücke aus kommen. Direkt am Klösterle und Stadtmuseum, mit einem Brunnen in der Mitte und der Skulptur vom Endeklemmer. Der Endeklemmer. Einfach schwäbisch nachempfunden, nach Molières Werk L'Avare oder Der Geizige. Elke Krämer hat die Skulptur des Endeklemmers erschaffen. Dort sieht man, wie fast zärtlich der geizige Besitzer mit seinem besonderen Gesichtsausdruck der Ente an ihren Hintern fasst, um zu prüfen, ob sie gerade ein Ei legen will. Und, wie man sieht, sind die anderen Enten heilfroh, dass sie diese Prozedur schon hinter sich haben. Nicht, dass die Enten ihre Eier irgendwo auf einem anderen, fremden Acker ablegen. Es könnte ja ein anderer das Ei finden. Der Brunnen. 1989 wurde er an dieser Stelle aufgestellt und an die Kellerbrunnenquelle angeschlossen. Das Klösterle, oder auch Nonnenklösterle, soll das älteste Wohnhaus in ganz Stuttgart sein. 1463 wurde es im alemannischen Fachwerkstil erbaut. Dies wird deutlich durch hervorstehende Zapfen, den Grundriss und auch die Raumaufteilung. Das Fachwerk wurde aus robustem Eichenholz erstellt, das mit der Zeit immer härter wird. Innerhalb des Hauses befindet sich eine gotische Kapelle. Die Beginen, ein liberaler Frauenorden, beohnten das Gebäude. Im Gegensatz zu Nonnen mussten sie kein Gelübde ablegen. Sie bestanden meist aus Witwen und widmeten sich der häuslichen Krankenpflege. Das Nebengebäude des Klösterles, die Scheune, wurde 1470 erbaut. Hierin ist das Cannstatter Stadtmuseum untergebracht. Bad Cannstatt ist ein uraltes Pflaster. Kelten und vor allem auch die Römer waren schon hier und haben ihre Spuren hinterlassen. Viele historische Fundstücke werden im Stadtpalais, wie die Scheune heute genannt wird, innen und außen ausgestellt. Wo einst die Kelten und Römer nach einem schönen Flecken suchten, leben heute die Schwaben. Der Klassiker. Schaffe, spare, Häuslebauer, Hund abschaffe, selber Bella. Halb im Scherz, halb im Ernst analysiert Thaddäus Troll die Denk- und Lebensgewohnheiten, die Schwächen und Empfindlichkeiten seiner Landsleute.